Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir Fluffy Slime machen wir. Und zwar aus folgenden Zutaten: Bastelkleber, farblos, auf Wasserbasis. Dann brauchen wir einmal Acrylfarben. Genau, wir haben jetzt einfach Acrylfarben. Diesmal Acrylfarben, geht Papa auch mit Lebensmittelfarben. Grün, ich nehme blau. Dann brauchen wir einmal einen Rührstock mit so einem Loch drin. Dann brauchen wir Rasierschaum. Genau, stopp, noch nicht drücken. Dann brauchen wir Kontaktlinsenlösung. Genau, Kombilösung ist wichtig. Natron. Genau, und Natron. Bisschen. Ja, okay, super, ein bisschen, glaube ich, auch. Na, du nicht mehr. Doch, ein Stück. So, also. Bei einem wasserlöslichen Kleber ist gut, wenn der irgendwo hinkommt, solange er noch feucht ist, also solange er noch nicht getrocknet ist, kann man den super wegwischen mit Wasser. Aber nicht an die Hose, wenn es geht, gell? So, gut. Dann fangen wir an mit Natron. Natron! Also nicht schnell. Ich will ausdrücken. Schön verteilen. Wir nehmen jetzt mal so einen kleinen Esslöffel. Da müssen wir schauen, wie viel wir brauchen. Wir haben jetzt keine Gewichte abgewogen oder sowas. Ja, ja. Und dann das Ganze mal verrühren. Schaut jetzt gerade so aus. Gut verrühren. Aber ein bisschen nehme ich auch noch. Jetzt hast du den Löffel hier, gell? So, wenn wir das Natron eingerührt haben in den Kleber, dann geben wir die Farbe hinzu. Wie viel? Ich glaube, gar nicht so viel. Das probieren wir jetzt mal. Ein paar Tropfen. Und dann verrühren wir es erstmal. Oh Gott, das ist voll blau. Schau mal. Schau mal, wie blau das wird. Bei mir ist noch blauer. Schau mal. Bei mir glänzt sogar. Da ist bei dir blauer wie bei mir. Ich habe ja auch grün. So, dann kommt der Rasierschaum rein. Das machen wir so nach und nach. Ich glaube da. Oh mein Gott! Da ist noch genügend Schaum drin. So, jetzt wird es langsam fluffy. Sieht eklig aus. Meine ist ganz hell geworden, ganz hellgrün. So mintfarben. Schaut aber cool aus. Bäh. Ich glaube, das war's mit dem Rasierschaum. So, jetzt müssen wir den noch ordentlich einrühren. Und dann kommt zum Schluss die Kontaktlinsenflüssigkeit, Kombilösung. Ein bisschen Spritzer rein. Ein bisschen. Muss man vorsichtig sein. Genau. Wenn man zu viel nimmt, dann wird er zu hart. Okay. Ew, was ich voll rein. Seht ihr was? Gell, bei mir wird er auch so. Oh, jetzt wird es aber echt schwer zu rühren. Was? Seht ihr es? So löst es sich von der Schüssel ab. Ein kleines bisschen, glaube ich, verträgt er noch. So, bei mir ist jetzt schon soweit. Ich tue jetzt mal ein bisschen Kontaktlinsenflüssigkeit in die Schüssel rein, falls ich noch was brauche, wenn er zu sehr an der Hand klebt. Und jetzt klebt er auch am Tisch. Hilfe! Hilfe, jetzt klebt er am Tisch. Und jetzt können wir anfangen zu kneten. Hey, ja. Schau mal,
meine klebt ja gar nicht. Ja. Ist auch rein tun. Schau mal. Bei mir fehlt noch Kontaktlinsen. Schau, bei mir nicht. Papa, schau. Cool, das war. Da ich auch mal rein, falls Das wird dann schon am Anfang keine Panik kriegen, wenn es zu sehr klebt. Oh, yo. Papa, schau mal, bei mir klebt es gar nicht. Meine ganze Hand ist Papa, schau mal, bei mir klebt es gleich. Was hast du bitte gemacht? Ja, ja ich habe ihn zu früh raus. Ich tunke den jetzt immer wieder in die Kontaktlinsen ein bisschen ein. Und dann hast du so einen ganz tollen Schleim. Mhm. Dann muss ich den dann lösen und dann hast du es. So, jetzt löst er sich langsam. Und jetzt sieht man einmal die Klebe bei dir alles. Meiner tendiert immer noch ein bisschen zum Kleben. Bei mir nicht, das hast du dick gemacht. Aber jetzt. Cool, gell? Bin ich wie so elastisch schon. Ja, ja, jetzt der Hammer. Schaut mal. Ich hab geschlafen. Hopp. Ja. Also der ist richtig gut geworden diesmal, der Slime. Ich finde, das ist der allerbeste, den wir je gemacht haben. Genau, und wenn man den jetzt in eine luftdichte Schüssel gibt, dann hält er sich für ein paar Tage. Könnt ihr damit spielen. Ich nehme es morgen mit in die Schule. Schaut, schaut. So. Wow, cooler Schlag. Man verklebt immer. Darf ich mal deinen? Hä, der klebt doch gar nicht. Oh mein Gott, deiner ist cooler. Hey! Ja, Milay hat ein bisschen mehr Kontaktlinsenflüssigkeit drin. Der klebt jetzt an den Händen gar nicht, ist aber auch ein bisschen strammer zum Kneten. Aber er ist genauso weich. Papa, schau mal, da macht man so richtig cool geworden. Also mit den Zutaten kann man fast nichts falsch machen. So, meine Lieben, jetzt haben wir es geschafft. Unser bester Slime ever. Fluffy Slime. Fluffy Slime wegen Rasierschaum. Geht natürlich auch Duschschaum, ja. Oder Bilou oder sowas. Ja. Bilou wäre cool. Genau. Hauptsache Schaum. So richtig so. Kennt ihr diese Videos, wenn man Leute so Schleim testen, so oder schleimisch, und dann machen sie immer das Erste, was sie machen. Ja, die Finger rein, gell? Wir haben jetzt genau 400 Milliliter Kleber gebraucht für die zwei, also 2x200. Und ist doch eine ganze Menge geworden hier. Schön Brezel backen. Ich mache auch noch eine Brezel zum Abschluss. Ich auch. So. Kannst du eine Brezel? Ja, falsch. Schon falsch angefangen. Fertig. Nee. Doch. Nee, falsch. Leute, das Nein. ist doch richtig, Nein. bitte. So. Und dann musst du es einmal drehen hier. So geht eine Breze. Nein. So. Eine Slime-Breze. Gar nicht so. Also, meine Lieben, tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.